Jo, Freunde, hier ist wieder Neron hier. Alles Huxe in der Buch. Oh, schon wieder, ey. Immer nur bei Dantes Inferno irgendwie. Alles klar bei euch, Freunde. Herzlich willkommen bei dem neuen Part von mir mit Let's Get a Platin, Dantes Inferno. Wir machen da weiter, einfach wo wir aufgehört haben, würde ich sagen, oder? Das war hier vor dieser Kammer. Ich weiß nicht, was da hinten uns erwartet. Vielleicht sogar schon der Bosskampf. Ich warte mich halt schon auf den. Weil die Level sind ja eigentlich alle ziemlich kurz gestaltet. So, wollte ich sagen. Und dann müsste es ja jetzt mal langsam hier zum Final Showdown kommen. Aber scheint auch noch nicht so der Fall zu sein. Hier ist wieder so eine Bestie. Die hier irgendwie einen Block schiebt, wo ich wahrscheinlich drauf springen muss. Ich finde, das sieht so hammergeil aus, ey. Ach du Scheiße. Ja, hallo, ach, hier. Oh oh. Oh oh. Okay, der will Kloppe. Schlicht ist richtig. Alter. Nee, das machst du schön nett. Boah, ist der agil. Der ist richtig agil hier gerade. Hey, aber ich bin auch Gott sei Dank agil. Na komm, jetzt gib auf. Das war jetzt, das war verkehrt. R2, R2. Okay. Viereck. Dreieck und Kreis. Oh ja. Yeah. That's what I'm talking about. Ach nö. Was ist mit ihm los? Na toll. Und jetzt? Kreis, 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 Kreis. Allei. Blöder Pennarsch. Ups. Ups. Schluck das. Ei. Aber der muss hier jetzt auch kommen. Ich mach mal hier den Power. Voll. Ja, dein Ernst. Jetzt will ich keinen Power Boost machen, damit es schneller geht. Aber er hat sich das hier schon erledigt gehabt. Dreieck. Kreis. Toll. Eigentlich umsonst. So, stimmt, es war Feuer. Ich bin unbesiegbar. Warte mal, ich wusste es doch. Bam! Bam! Okay. Du, 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 du. Schieben wir mal fort hier, dass wir drüber latschen können. Der Bär. Schon wieder falsche Taste. Ich will Menschen sehen. Boah. Da. Oh ne. Och ne. Okay, jetzt muss ich wieder ganz schnell Kreis drücken.
Okay, nix da. Freundchen. Verdammt, das war fail. Hier. Bam. Bam. Stampf. Stampf. Oh, Schlag meine ich, Stampf. Oh, siehe da. Halt mir eins, du musst es jetzt hinschieben. Das geht fort. Hä? Wird mir reinschieben? Ich glaube nicht schon. Kann ich da nicht hoch? Wo muss ich das hinschieben, Freunde? Okay. Kann ich jetzt gleich auf die andere Seite hüpfen? Wenn ich mich beeile? Nee. Ich habe verstanden, Freunde. Ich hab's geschnackelt. Ja, hat ein bisschen gedauert. Ich hab's aber verstanden, Freunde. Wenn man hier ein Turbo einlegen könnte, wäre ich damit schon echt zufrieden. Rausschieben, dass ich gleich auf der richtigen Stelle bin. So. Jetzt muss ich nur richtig abschätzen, gerade mal. Vielleicht so. Drüber. Ja, passt. Und jetzt? Und jetzt mal. Jetzt hier irgendwie rüber. Ja, schon nett, oder? Nee. Hä? Freunde. Was muss ich denn machen? Komisch. Da geht's aber auch nicht lang. Ich dachte, ich müsste irgendwie dann auf die andere Seite springen mit dem, weil irgendwie komme ich ja nicht weg. Ich muss mit dem auf die andere Seite springen, bestimmt. Nur war das schon wieder zu spät, ne? Ich befürchte. Nein. Und zwei zurückschieben wahrscheinlich. So. Ungefähr jetzt wieder hier hin. 1, 2, 3. Feuer frei. Jetzt komm auf wie Asagalami. So. Komm hoch. Jetzt nach links. Ja, seht da. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's. Okay, war, bin ich eben auch rausgekommen, meine ich, oder? Von diese Schnurrbart. Kann das sein? So, jetzt hier wieder rüber. Was geschieht jetzt?
Stevie. Na, mal hier wieder, oder was? Hier sowas Hässliches auf Zeit. Ach nee, ach nee, ach nee, ach nee, ach nee, ach nee. Hui. Das ging gerade noch gut. Der wäre fast wieder hier auf dem Rücken gesprungen von mir. Da ist er schon wieder. Der greift dich und du musst den wieder so besiegen. Das Bestienviech. Du musst gegen die ganze Zeit noch kämpfen, ey. So. Du denkst, du bist ein besserer Mann als dein Vater? Ich denke, ich bin meinem Vater zu ähnlich. Dann kehr um, Feigling! Das hat Beatrice nicht verdient. Ich werde nicht ohne sie gehen. Dann finden wir heraus, wer der Bessere von uns ist. Okay, was sich hinter dieser Tür verbergt, werden wir im nächsten Part sehen. Let's get a Platin, Dungeons Inferno, euer Nieren ist out. Yes, sir!